Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu meinem vorerst letzten Video für heute. Jetzt habe ich wieder einige Videos hintereinander gedreht und es ist schon sehr spät und ich will unbedingt ins Bett. Jetzt bin ich auf jeden Fall beim letzten Video und ihr vermutet es wahrscheinlich schon und habt es auch schon im Titel gelesen. Ich war wieder einkaufen bei DM. Hier kaufe ich ein, ja. Ich war bei DM einkaufen, das hat einen Grund, und zwar wollte ich die neuen Sachen von Essence haben, die neuen Produkte, beziehungsweise einige der neuen Produkte, und da habe ich mir jetzt ein paar geleistet. Und die wollte ich jetzt euch zeigen und mit euch testen. Das erste Produkt, das ich gekauft habe, ist einmal von Essence dieser Cosmic Cuties Glitter Switch Liquid Lipstick in diesem wunderschönen Lila. Sieht auf jeden Fall sehr dunkel in der Kamera aus. Das hat die Farbe 04 Shimmering Violet. Und den probiere ich jetzt mit euch aus. Vielleicht funktioniert das auf der Hand auch, wenn ich es erst trocknen lasse und dann eben, ja, sozusagen mit dem Finger drauf tue. Es ist auf jeden Fall eine wunderschöne lilane Farbe, wenn ihr das seht. Und ich muss sagen, es glitzert jetzt schon sehr, sehr stark. Ja, und das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen trocken und gucken dabei das nächste Produkt an. Und zwar haben wir noch einen Lipgloss, auch wieder von diesen Cosmic Cuties Glitter Switch Lipsticks, und zwar die Farbe 03 Sparkling Bordeaux. Also das ist so ein Bordeaux-Rosa, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wahrscheinlich eher schlecht wegen dem Licht, und den werden wir jetzt genauso ausprobieren wie den anderen. Oh, das ist eine mega schöne Farbe. Finde ich, leuchtet aber auch schon jetzt sehr stark. Wenn ihr das sehen könnt, also ist ein bisschen heller und rosaner als jetzt der lilane Ton logischerweise. Aber ich finde, dass die jetzt schon sehr, sehr leuchten. Bin gespannt, wie das wird, wenn die getrocknet sind. Aber ich finde, jetzt haben sie noch nicht so viel Glitzer. Die sollen ja noch mehr Glitzer bekommen. Und da haben wir von dieser Serie auch noch eine dritte Variante, und zwar in dieser wunderschönen hellrosanen Farbe. Und zwar die Farbe 01 Glittery Rose. Und da machen wir dasselbe. Und da finde ich jetzt, ist es der einzige, der eben jetzt wirklich am Anfang matt ist. Wenn ihr das seht, die anderen glänzen viel mehr als jetzt der untere. Ja, und bei den anderen finde ich, glitzert schon so ein bisschen das Glitzer durch. Aber bei dem überhaupt nicht. Und das zeige ich euch am Schluss, ob das funktioniert, weil das muss jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen eintrocknen. Das nächste, das ich gekauft habe, ist von Essence diesen Color Boost Mad About Matte Liquid Lipstick. Ist auch eines der neuen Produkte. Bis jetzt gab es ja nur diese Lip-Lecker, also diese lackartigen Lip-Produkte, die eben glänzend sein sollten. Und diese gibt es jetzt eben auch in matt. Und so einen wollte ich unbedingt haben. Die haben eben eine Tube. Könnte man meinen, man muss es rausdrücken, aber nein, es hat einen Applikator und den verwenden wir jetzt hier. Es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Farbe. Ich habe sie auch schon getragen und der wird wunderschön matt, hält wirklich sehr, sehr gut auf den Lippen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also so sieht der aus. Sieht sehr, sehr schön auf den Lippen aus. Sehr schön Nude-Farben. Das sieht jetzt zwar hier ein bisschen dunkel aus, aber ich finde, auf den Lippen sieht der mega schön aus. Dann das nächste Produkt, das ich mir gekauft habe, ist einmal dieser Camouflage Concealer von Essence Waterproof Tattoo Covering in Matt, weil es gibt ja noch diesen, der eben so Vitamin B, glaube ich, drin hat. Ich wollte aber den matten haben, und Tattoo habe ich jetzt leider nicht. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist versuchen, meine Adern zu überschminken. Und das werde ich jetzt tun. Also er ist auf jeden Fall sehr hell. Muss ich mal gucken, ob das bei mir von der Farbe her passt. Aber ich muss sagen, ja, er covert schon sehr stark. Also ich verteile ihn jetzt noch ein bisschen. So, also ihr seht es hier. Ja, meine Adern sind nicht mehr gut zu sehen. Ich bin jetzt, ehrlich gesagt, mega begeistert davon. Er ist zwar jetzt ein bisschen cakey, aber das kann man vielleicht mit Puder nochmal hinbiegen. Aber ich finde den nicht schlecht. Ich finde, dass der wirklich sehr, sehr gut abdeckt. Da bin ich mega gespannt drauf. Dann habe ich als nächstes gekauft einmal diesen Glitter Off Nagellack von Essence, also auch dieser Peel-Off Nagellack, den es ja jetzt schon von Essence auch schon gibt. Und zwar in der Farbe 02 Razzle Dazzle. Die Farbe hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, ihr könnt die ein bisschen sehen. Das ist eher so eine, ja, ein bisschen rosa Farbe, aber auch nicht so wirklich. Aber sehr, sehr schön. Dann haben wir als nächstes auch wieder ein neues Produkt aus der Instacare-Reihe, diesen Instacare Lipstick. Mit 20% Shea Butter. Das soll eben dezent Farbe verleihen und eher die Lippen sozusagen pflegen.
Und den habe ich auch schon verwendet. Der ist wirklich sehr, sehr ölig, sehr schmierig, finde ich. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Der färbt natürlich auch sehr stark ab. Aber an sich finde ich ihn eigentlich sehr schön. Hat eine wunderschöne Farbe. Man sieht auch schon, dass er wirklich sehr, sehr pflegend ist, weil er sehr, sehr glänzt. Ich werde ihn auf jeden Fall super gerne verwenden. Mir gefällt er auf jeden Fall sehr gut, auch wenn er jetzt etwas mehr Farbe lässt als jetzt zum Beispiel dieser Matte hier. Aber der pflegt natürlich die Lippen auch mehr als dieser Matte hier. Und ihr seht schon, der wird wirklich sehr, sehr, sehr matt. Also ein bisschen ist er jetzt schon getrocknet. Ein bisschen fehlt noch, aber der ist sehr, sehr matt. Dann haben wir als nächstes 3 Lidschatten, die ich euch zeigen wollte, die ich unbedingt haben wollte und sehr interessant fand. Und zwar diese Melted Chrome Lidschatten von Essence, die eben sehr butterig weich sein sollen. Und hier habe ich einmal die Farbe 01 Think About You. Das ist eben diese rosane Farbe. Dann habe ich einmal die Farbe 04 Steal the Look in dieser silbernen Farbe, die ich sehr schön fand. Und einmal diesen 06 Copper Me, den ich auch wunderschön fand. Und den werden wir jetzt hier auf diesen Concealer testen, den wir gerade aufgebracht haben. Und ich habe den schon verwendet, seht ihr auch schon. Und die sind wirklich so butterweich. Das sind fast wie so Eyeshadow Creams. Also der ist so schön weich. Ihr seht es auch hier schon. Mega Glanz. Und ich gebe den immer mit dem Fingern auf das Lid auf. Und der hat wirklich eine mega, mega starke Farbe. So schön. Und den gebe ich jetzt hier auf. Und ihr seht es, mega. Einfach nur mega geiler Glanz und mega pigmentierter Lidschatten. Also die liebe ich, die Lidschatten, da werde ich mir auf jeden Fall noch alle kaufen, weil die sind mega gut. Dann versuchen wir noch den zweiten, und zwar diese silberne Farbe. Auch wieder eine total weiche, cremige Textur. Glänzt wirklich sehr stark auf dem Finger. Natürlich auch auf der Haut. Seht euch das an. Seht euch den geilen Lidschatten an, also wenn der nicht mega ist. Also ich finde den Silbern, der leuchtet so richtig noch. Den finde ich so schön und der ist wirklich sehr, sehr auffällig. Ich habe dann aufpassen müssen, weil mein Gesicht sehr stark geglitzert hat, aber der ist wirklich mega schön. Und dann als letztes noch diesen wunderschönen Rosenholzton. Leuchtet auch wieder mega auf den Fingern, also das ist der hier jetzt. Sehr schöne Farbe. Also ich liebe diese Melted Chrome Eyeshadows, weil die so schön leuchten und so gut, mega gut pigmentiert sind. Also wer sehr gut pigmentierte Farben möchte, der muss sich die unbedingt zulegen, denn die sind wirklich krass. Die sind mega krass. Mega schöne Farben, mega krasse Farben. Und die halten auch wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin mit dem schwimmen gegangen und der hat auch während dem Schwimmen super gehalten. So, die sind jetzt trocken hier und ich finde, hier sieht man den Glitzer schon sehr stark durch. Hier geht es einigermaßen, aber hier ist er wirklich sehr, sehr matt. Wenn ihr das sehen könnt, die scheinen jetzt fast gar nicht mehr, nachdem sie getrocknet sind. Der ist jetzt auch völlig trocken. Der lässt sich auch fast nicht verwischen, ein bisschen bloß. Und jetzt würde ich sagen, tupfen wir drauf rum und schauen, ob Glitzer rauskommt. Okay, also ich glaube, ihr könnt es sehen. Die funktionieren auf jeden Fall sehr gut. Den Glitzer, den sieht man jetzt sehr gut. Ich finde die mega schön. Funktioniert wirklich zwar nicht so stark, wie es im Internet immer gezeigt wird, aber sehr, sehr gut, finde ich. Also ich finde es auf jeden Fall mega und werde die super gern verwenden. Den habe ich schon ein paar Mal verwendet und den finde ich sehr, sehr schön. Die anderen Farben sind zwar etwas krasser, aber trotzdem wunderschön. Und dann habe ich noch einen Melted Chrome Shadow vergessen. Und zwar habe ich da 4 gekauft. Den habe ich sogar noch nicht ausprobiert. Habe ich nicht mehr gewusst, dass ich den gekauft habe. Und zwar ist es die Farbe 02 Iconic. Und das ist so eine wunderschöne Braunfarbe. Ihr seht schon, die habe ich noch nicht getestet. Und die werden wir jetzt aber auch testen. Auch wieder mega toll pigmentiert und mega scheinend. Oh, ich liebe diese Eyeshadows. Also Essence, Job auf jeden Fall mega gut gemacht. Eyeshadows und die Lippenstifte, die sind einfach nur mega. Und jetzt auch, wenn ich hier noch einen Rest abstreiche, ist hier noch was dran. Seht ihr auch, von den anderen habe ich einfach hier abgewischt. Aber die sind mega gut. Also die müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Das sind meine Lieblingsprodukte. Ich habe noch ein paar Produkte, die mir so ins Auge stechen. Aber die habe ich leider nicht bekommen. Die muss ich mir jetzt nach und nach kaufen. Zum Beispiel die Glitzerpalette will ich unbedingt noch. Muss ich gucken, dass ich die noch bekomme. Essence hat dieses Mal wirklich ein mega starkes Sortiment.
So, das war's dann wieder mit dem Haul. Es war auf jeden Fall genug, muss ich sagen. Es sind wirklich alles neue Produkte. Ich werde gucken, dass ich mal wieder Schminkvideos mit diesen neuen Produkten drehe. Gar brauche ich nicht mehr dazu zu sagen. Eigentlich war Essence bei mir so die letzte Zeit eher nicht so beliebt, weil es immer dasselbe war, finde ich. Aber dieses Mal haben sie so geile Produkte rausgebracht, dass sogar ich wieder begeistert bin. Schaut euch die Produkte auf jeden Fall an. Ich kann es euch nur empfehlen. Sie sind wirklich sehr, sehr gut. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr schon eines dieser Produkte ausprobiert habt, schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr die auch so gut findet wie ich. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar. Ihr könnt mich natürlich auch kostenlos abonnieren, falls ihr wirklich mal Lust habt, mehr von mir zu sehen. Dann wäre es nicht schlecht, wenn ihr die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr wirklich jedes Video von mir mit, weil einfach anscheinend die Videos nicht regelmäßig in der Infobox meiner Abonnenten angezeigt wird. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder. Tschüss!